Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gabatrons. Heute packen wir eine Serie aus, die wahrscheinlich viele von euch nicht kennen werden, gerade die Jüngeren nicht. Aber vielleicht kennt ja der eine oder die andere die Serie, und zwar die Serie Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft. Die habe ich damals auf RTL 2 gerne geguckt, wo die auf RTL 2 neu gelaufen ist. Ich glaube immer so gegen 12 Uhr mittags, bevor das Kinderprogramm gestartet ist, habe ich die Serie öfters mit meiner Mutter geguckt. Und ich fand die immer gut. Das ist eine Ärzte-Serie. Ich bin nicht so der Ärzte-Serien-Typ. Und die fand ich immer gut, weil das hatte im Western gespielt. Das hatte mehrere verschiedene Themen in der Serie. Ich fand die Charakter sympathisch. Ja, und die Serie hat mir gut gefallen. Und jetzt habe ich das endlich mal auf DVD gekauft. Amazon hatte eine 3-für-2-Aktion und da habe ich mir die Serie gekauft. Kostet regulär 50 Euro ein paar zerquetschte. Ich habe die jetzt umsonst gekriegt. Ja, und warum habe ich mir die Serie geholt? Ich wurde wieder aufmerksam auf die Serie, weil die vor einiger Zeit schon länger auf Sat.1 Gold gelaufen ist. Und habe ich die zwischendurch mal geguckt und hatte wieder dieses Gefühl von damals. So Geborgenheit, Sicherheit, von Kindheit. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr alte Serien guckt, die ja nicht alleine geguckt habt? Dann hat man halt so eine Geborgenheit, finde ich. Ja, und das habe ich mir jetzt gekauft. Wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen, aber ich kaufe ja Serien für mich und Sachen. Und ich habe auch ältere Zuschauer, vielleicht kennt ihr die Serie, mögt die auch. Und ja, Dr. Mike, alias Dr. Quinn, kommt in diese Stadt aus London, keine Ahnung, kein Haus, kriegt dann das Haus von Sully, das ist der hier vorne drauf. Und später kriegt sie noch die Kinder, beziehungsweise kriegt sie nicht selber, sondern adoptiert die. Und Colleen war das, Matthew und, wie hieß der Kleine nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Später kriegt sie noch ein eigenes Baby und ja, ich mag die Serie einfach. Das gucken wir uns jetzt an. Hier steht 37 DVDs mit Laufzeit von knapp 110 Stunden. Wenn ich einen Trailer finde, werde ich euch den unten in der Videobeschreibung verlinken und weitere Informationen. Aber wird bestimmt schwer. Es gibt auch einige Folgen auf RTL 2. Dann haben wir hier auf der Rückseite Sprachen Deutsch und Englisch. Bildformat ist 1,33,1 oder 4:3. Tonformat ist Dolby Digital 2.0. Laufzeit 6.593 Minuten und 37 DVDs. Bestellnummer ist dann 105761. Kommt von Koch Media. Ja, und das gucken wir uns jetzt an. Da gibt es auch einen Film von. Die Serie hat, glaube ich, man hat sie aufgehört. So 2001 wurde sie, glaube ich, eingestellt. Und da wurde nochmal ein Film produziert. Und den gibt es leider nicht auf Deutsch. Mir ist aufgefallen damals, das ist mir damals nicht aufgefallen, aber jetzt vor kurzem in der ersten Folge sind einige Charaktere noch verschiedene gewesen, die später ausgetauscht wurden, was ich positiv finde. Zum Beispiel der Friseur. Der hat vorher, ein großer Hollywood-Darsteller hat den gespielt, der wurde nachher ausgetauscht von einem Schauspieler, den ich kannte, fand ich ihn aber auch besser, weil er mir besser rüberkommt oder besser gefällt. Auch der Pferdemann da, wo ich gerade den Namen nicht mehr weiß, der wurde ausgetauscht. Finde ich besser, die Charaktere, die am Ende da sind, haben mir besser gefallen. Außer die Tochter Colleen, da fand ich die alte Schauspielerin besser. Ich war auch damals als jugendlicher Kind in die verliebt. Und ja, gucken wir uns jetzt mal die DVDs an. Oh, da geht jetzt mein Handy, da muss man mal kurz warten. Dann wollen wir jetzt erstmal die Serie gucken. So, da haben wir einmal die komplette erste Staffel. Wie gesagt, spielt im Western. Dann stehen hier die Episoden. Dann haben wir hier die DVDs, alles in blau, schlicht gehalten. Aber ich finde die Aufteilung richtig gut. Dann haben wir hier die zweite, das ist die zweite Staffel. Jetzt geht mein Handy, das war vorher mein Haustelefon. Ich hoffe, man hört es nicht, das ist ein bisschen nervig gerade. Dann haben wir hier diese Motive, das ist das Motiv der Box. Dann haben wir hier, das Telefon habe ich gerade erwischt. Dann haben wir hier die dritte Staffel. Und ja, wenn ihr Dr. Quinn damals auch geguckt habt, wie findet ihr denn die Serie? Findet ihr die auch gut oder eher nicht? Dann haben wir hier die vierte Staffel, das ist Sully und sein Hund. Oder Wolf, eher Wolf war das hier. Ah, mein Telefon, das nervt mich gerade echt. Die ganze Zeit ruft keiner an und jetzt werde ich hier bombardiert mit Anrufen. Hier haben wir dann wieder so ein Schwarz. Dann haben wir die fünfte Staffel, da ist das Baby, was ich eben gesagt habe. Die hat nachher mit Sunny ein Baby gekriegt, Dr. Mike. Oh, da war eine lose DVD drin, das ist nicht so schön. Aber alles heile. Auch wieder schwarz. Und dann haben wir die sechste Staffel, die hat wieder eine dünnere Hülle. Und ja, ich finde das vom Release her eigentlich sehr gut. Was mich ein bisschen stört, sind diese, seht ihr das? Diese Flecken. Aber kann man nichts machen. Wie gesagt, ich fand die Serie damals cool. Ich finde die immer noch gut. Gibt mir halt so ein Gefühl von Geborgenheit. Und ja, spielt halt im Western, mag ich allgemein sehr gerne.
Und ja, wenn ihr die Serie auch gerne geguckt habt, könnt ihr mir ja gerne in den Kommentaren schreiben und wenn ihr die Charaktere gefunden habt. Wie gesagt, ich fand die Zweitbesetzung mancher Charaktere besser. Außer halt bei Colleen hat mich das nachher gestört. Ich fand die Colleen-Darstellerin, die erste mit den langen blonden Haaren, viel hübscher und sympathischer als nachher die mit den roten Haaren, etwas rötlichen Haaren, glaube ich, waren es gewesen. Aber das ist der Grund gewesen, weil die alte Schauspielerin, diese Colleen, die gespielt hat, wollte das eigentlich weitermachen, aber die Eltern wollten zu viel Geld und dann haben sie nein gesagt. Dann ist sie, haben sie gesagt, dann macht sie es nicht, wenn sie das Geld nicht kriegt und dann haben sie halt eine neue nehmen müssen, leider. Ja, ich bin jetzt weg. Hoffe, das Video hat euch gefallen, trotz der Telefonate, also diese Anrufe. Ich hoffe, ihr habt sie nicht gehört. Ich guck mal, wer das war und wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Gabatron.